Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune, der besseren Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Subwism Hamburg. Und nach dem Mega-Update ist vor dem Release der Konsolenversion, denn das Spiel soll noch in diesem Jahr für die Konsole PS5, Xbox Series S und Xbox Series X herauskommen. Und mit dem Mega-Update haben wir schon mal den Vorreiter oder sagen wir mal gute Vorstellung davon, wie das Ganze hier auf der Konsole aussehen kann. Das Spiel wurde von der Performance verbessert, von der Grafik verbessert. Wir haben Controller-Steuerung hinzubekommen und wir haben einen Szenario-Modus noch hinzubekommen. Und letzteres, dem werden wir uns heute mal wieder widmen. Wir haben schon eine Folge mit Feierabend und ich würde jetzt einfach mal so rein zufälligerweise auf Streik gehen, denn auch ich war davon betroffen gewesen, dass die Deutsche Bahn bzw. GDL unter Streik geraten ist und möchte ich mir ganz gerne mal angucken, wie das hier im Szenario ausschaut. Also, Streik. Die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Fast der gesamte U-Bahn-Verkehr steht still. Nur eine 20-Minuten-Notfallplan am Ring geht noch. Du fährst während der Hauptverkehrszeit einen Zug im Innenring. Okidoki, bin ich gespannt, was auf uns zukommt. Mal gucken, vielleicht ist auch ein bisschen mehr Aufkommen. Ich hoffe mal, wir erleben ein bisschen was. Moin, bei der Hochbahn wird heute gestreikt, aber zum Glück bist du da, denn dank dir und deinen drei anderen Kollegen können wir zumindest einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt aufrechterhalten. Na, sehr gerne doch, wer will nicht mehr Geld haben? Gut, das ist jetzt im Endeffekt unser zweites Szenario, was wir uns hier angucken. Wir hatten schon Feierabend gehabt, das war kurz und knackig gewesen und hat eigentlich im Endeffekt all das dargeboten, was wir brauchten, um ein Szenario wie Feierabend zu haben, denn wir mussten bis zur Endstation fahren und dann den Zug auf dem Betriebsgelände abstellen. Ich bin hier mit dem Controller unterwegs, der läuft solide, muss auf alle Fälle nochmal ordentlich nachgebessert werden. Ihr könnt mit dem Controller alle Tasten belegen, aber wie gesagt, es ist mal ein bisschen problematisch, aber es ist wie gesagt schon die erste Anlaufstelle wirklich auf dem Weg hin zur Konsole. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier Platz. Das eigentliche Aufrüsten mache ich mal ganz gerne hier mit der Maus. Wir müssen nämlich hier erstmal den Führerschein aktivieren. Zack, wir bekommen im Szenario natürlich auch hier eigentlich im Endeffekt alle Hilfestellungen, die wichtig sind. Das heißt zum Beispiel hier wird uns immer angezeigt, was wir alles drücken müssen. Einmal hier übernehmen. Dann müssen wir uns natürlich noch hier einloggen. Zoomen wir mal ein bisschen da ran. Da sehen wir jetzt hier die 860846 eingeben. Ziel 69 und die Fahrer-ID 873014 und auf Eingabe. Gut, jetzt kannst du im Endeffekt auch schon losgehen. Einmal hier rauszoomen, hier schon mal die Türen schließen und links einmal öffnen. Das kann ich jetzt mit dem Controller mal machen. Zack. Jetzt müssen wir mal kurz mal abwarten, ein paar Sekunden, die Fahrgäste sollen erstmal einsteigen. Achtung, wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen einsteigen, der Linien bitte. U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Okay, schön. Schön mit Durchsage. Gut, dann geht's auch schon los. Wir werden mal gleich, wenn wir am nächsten Halt sind, auch mal die Kameras bzw. die Monitore einschalten. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. Ach, ist es herrlich. Sehr schön. Also mit der Durchsage war sehr toll gewesen. Das fehlt zum Ei doch ab und zu mal wieder bei TSW. Wir haben da auch schon eigentlich ein paar Durchsagen, beziehungsweise zumindest die Ankündigung zum nächsten Halt. Aber das ist jetzt in letzter Zeit bei den verschiedensten DLCs und Erweiterungen irgendwie ein bisschen vernachlässigt worden. Finde ich schön. Eine schöne Durchsage. Wirkt sehr authentisch und macht auf alle Fälle jede Menge Spaß für mehr. Wie gesagt, den Heide ist der nächste Halt. Und 700 Meter sind wir auch schon da. So ein bisschen gucken, wie wir oben hier für welche Signale haben. Ab wann wir wie langsam fahren müssen. Und ja, dann machen wir uns einen richtig schönen gemütlichen. Den Monitor werden wir auch gleich mal einschalten.
Weil das ist halt für mich, sagen wir mal, einer der schönsten Neuerungen neben der wunderbaren Performance, weil das Ganze läuft jetzt wesentlich besser, aber wesentlich besser als vorher. Dass wir halt Monitore haben, die wir auch wirklich benutzen können, weil die halt wenigstens mit 30 bis 60 Frames hier laufen können. So, jetzt einmal hier anhalten. Aber ich finde, es ist schon gut was los hier. Es gibt eine kleine Sonderheit. Wie gesagt, mit dem Controller versuche ich jetzt ein paar Sachen hier zu bedienen. Ihr habt bei der Controller-Einstellung nämlich die Möglichkeit, die Freigabe für links und rechts einzusetzen. Das ist im Endeffekt das Türen öffnen. Zack, einmal rechts, Tür auf. So warten wir natürlich ab, die 8 Sekunden. Und hier, das ist so toll. Hier mit Kameras. Die sind jetzt nicht richtig gestochen scharf, aber sie laufen zumindest flüssig. So. Türen schließen. Und dann geht's auch schon weiter. Gut, was ein bisschen doof ist, jetzt hier beim Szenario, ihr habt zum Beispiel L ist für langsame Schließen. Warum es auch immer gibt, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt es dafür, das klingt jetzt ein bisschen naiv, dass jemand jetzt noch schnell reinspringen kann, aber ihr habt auch, wie gesagt, mit T die Möglichkeit, das schnell zu schließen. Ihr müsst anscheinend, damit in dieser Pfeil, wenn es in die nächste Position rückt, am besten immer auf T drücken, also für schnelles Schließen, weil ich habe jetzt gerade langsames Schließen über meinen Controller bedient, das hat anscheinend nicht ausgereicht, das sind wir hier viel zu schnell. Ich sag mal, cool wäre es natürlich auch, wenn wir... Aber das ist wirklich... Ich muss mal wirklich mal eins mal loswerden. Das ist richtig cool gemacht. Dass hier so viel los ist. Cool. Bisschen ausräumen. Also es sind sehr viele Fahrgäste unterwegs. Kann man hier mal ein schönes Thumbnail dazu machen. Türen einmal öffnen. Sehen, wie die alle jetzt einsteigen. Türen schließen, diesmal aber schneller. Und weiter geht's nach Munzburg. Nee, aber cool wäre es natürlich noch, wenn wir Kollegen sehen sollten, die vielleicht irgendwie gerade aktuell streiken. Das wäre ganz cool. Dann können wir ihnen noch zuwinken. Nächster Halt, Munzburg. Ausstieg rechts. Direkt 40 Minuten geht das ganze Szenario. Können wir eigentlich währenddessen hier eigentlich aufstehen? Ich glaube schon, aber... Ja. Hoppala. Da gibt es ein bisschen Ärger. Einen Augenblick. Oh. Das war jetzt, glaube ich, sehr doof gewesen. Warte. Oh. Cool, wir können uns da hinsetzen, oder was? Wie kriege ich jetzt die Tür auf? Alter, ist das voll! Ist das voll hier! Cool! Ja gut, jetzt habe ich aber jetzt nur ein Problem. Hier kriege ich nicht auf. Ich kriege die Tür hier nicht auf. Ah! Das ist gut. So, nächste Seite ist Munzburg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts und es ist hier richtig was los. So, mal gucken, voll in die Eisen gehen. Reicht das noch aus? Ja, du, muss irgendwie reichen. Hoppla, Entschuldigung. Schön. Also, nicht schön. Ich hab's jetzt einfach ein bisschen schlecht gemacht vom Halt her, aber mir macht's halt wirklich einfach so viel Spaß, wirklich mal ein Spiel zu erleben, wie dem hier, das nicht gut gestartet ist, alles andere als gut, keine Kaufempfehlung auch von meiner Seite ausgegeben hätte, weil es einfach viel zu teuer ist, viel zu fehlerhaft und man es von Grund auf nochmal verbessert hat und es einfach richtig flüssig läuft. So, wir können schon mal bei 60 km/h ungefähr bleiben, weil wir müssen gleich ein bisschen runtergehen. In 20 Meter ungefähr. Da, seht ihr. Immer umgesprungen. Uhlandstraße ist der nächste Halt.
richtig was los. Also das ist cool gemacht, die Grundidee. So viel ist normalerweise nicht los. Weil wir halt, wie gesagt, nur einen 20-Minuten-Takt hier fahren. Na, wir sind auch ein bisschen zu spät, bin ich der Meinung. Ja, wir sind nicht zu spät. 8.54 Uhr sollen wir eigentlich jetzt da sein. Wir sind mal jetzt mal ein bisschen schneller unterwegs, um die Zeit ein bisschen reinzuholen. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Oh, reicht es doch aus? Ja. Bisschen weit, glaube ich, aber es reicht aus. Auch ein angenehmes Bremsen. Berliner Tor ist unser nächster Halt, da sollen wir 8.56 Uhr da sein. Nee, wir werden gemeinsam auch nochmal eine größere Folge machen, wo wir mal auf eure Kommentare so ein bisschen eingehen. Nächster Halt, Berliner. Aber erst einmal ein bisschen die Szenarien sich angucken. Wir werden mal eine Folge machen, wo wir uns die Züge angucken werden, denn wir haben ja nicht nur diesen Einzug, wir haben ja auch jetzt neuerdings auch noch zwei weitere, auch in der unterschiedlichsten Länge. Und noch eine kleine spezielle Folge, denn wir arbeiten ja hier auch mit der Unreal Engine, da will ich ganz gerne mal ein bisschen was ausprobieren. Aber erst mal versuchen wir mal hier, ich muss das ein bisschen stolle bremsen. Läuft aber noch ausreichend, sehr schön. Boah, schon wieder gut die Zeit reingeholt. Ja, dann werden wir wahrscheinlich bis zur Endstation fahren. Denke ich mal. Ach, wie gesagt, ich finde es mit den Monitoren so schön gemacht. Ja, komm, die lassen wir noch rein. Die junge Dame hier. Guck mal, die sehen wir da auch da gleich. Warte, die müsste gleich kommen. Nee, ist von hinten, Verzeihung. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Oh oh, ich glaube, irgendjemand hält gerade die Türen auf, wa? Warum fährt er jetzt hier nicht weiter? Doch, warte mal, hier ist ja irgendwas. Alarm. Ah. Okay. Deswegen konnten wir nicht weiterfahren? Oh, das ist ja gemein, okay. Wusste ich auch nicht. Also, wenn dieses A auftritt, dann ist Alarm wahrscheinlich. Und unterbricht allein schon diesen Zugverkehr. Na super, richtig viel Zeit verloren. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U1, U2, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ah ja, das ist ein bisschen durchbrettern hier. Hauptbahnhof Süd, please exit here for Central Station. Ausstieg links. Schön viel Zeit reingeholt. Wusste ich aber auch nicht. Sobald Alarm ist, müssen wir den erstmal löschen. Bekommen, dass wir jetzt hier einfach zu schnell sind. Gleich wird es nämlich auch rot. Da, guck mal, jetzt meckert er nämlich. Oh, oh, hey. Oh. Ach, wie lange? Zu lang? Ah. Oh ja, halb so schlimm. Okay, warte mal. Können wir bestimmt gleich so machen.
Gut, also zu schnell deaktiviert auch so ein bisschen Zugbetrieb. Da kommt eine Notbremse und dann wird's im Endeffekt, kann man noch ein paar Sekunden räumen, bevor wir es gelöscht haben. Also ihr dürft einfach nicht zu schnell fahren. Ganz einfach. So, also orange ist noch in Ordnung. Diese gewisse Toleranz, die wir haben dürfen. Einmal warten, noch eine Sekunde, Türen schließen. Zu kurz gefahren. Ach, das sagt er uns auch noch. Ah, oh, es dauert wahrscheinlich ein bisschen. Ist richtig viel los wahrscheinlich gerade. Jetzt. Ui, ja, alles voll. Hier ist ein Kollege, guck mal da. Ach, schön. Hoppala. Ah. Ja, wie gesagt, was manchmal ein bisschen störend ist, also da müssen sie auf alle Fälle mal richtig schön aufbessern, ist die Controllersteuerung. Die setzt manchmal einfach mal ein bisschen aus, gerade die Sticksteuerung. Ah, schön, okay. Physik läuft auch ganz gut. Jetzt geht es nämlich hier ordentlich bergauf. Da verlieren wir natürlich auch in Geschwindigkeit. So, junge Dame kommt ein bisschen zu spät. Türen werden geschlossen. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Ja, also natürlich, solche Szenarien, das haben wir aber auch schon bei TSW, sind natürlich mal ein bisschen problematisch. Du hast natürlich das Thema Streik, das tritt im Endeffekt auch sehr gut dann ins Programm, wenn wir die Durchsagen bekommen, die sehr authentisch und realistisch sind. Aber ansonsten natürlich haben wir nicht viel zu dem Thema beigetragen bekommen, was jetzt die Optik anbelangt. Mir würde es halt irgendwie freuen, wenn wir noch irgendwie streikende Mitarbeiter hätten, die vielleicht hier und da so ein bisschen stehen.
Gibt es in Wirklichkeit nicht, aber es ist immer ein bisschen problematisch, wie lange wir es in so einem Szenario so ein bisschen in die Länge ziehen. 5 Minuten ist immer noch in Ordnung, ist mir vielleicht ein Ticken zu lang. Könnte man vielleicht mal zwischenzeitlich wieder eine Durchsage kommen. Aber ansonsten, ja, ist es ganz in Ordnung. Auf alle Fälle, was gut ist natürlich, was richtig passend ist, ist, dass wir viel mehr Aufkommen an Fahrgästen haben, viel mehr NPCs hier unterwegs sind. Wie gesagt, das sieht schon ziemlich authentisch dann aus. Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please müssen wir gucken. Hier for Harbor Boat Trips. Ausstieg rechts. 69. 69 müsste Bamberg sein. Das ist die Endstation. Also wir haben einen kleinen Weg noch vor uns. Nicht mehr viel. Aber ein bisschen ist es halt noch. Zeit ist in Ordnung sogar. Haben wir ein bisschen was reingeholt. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen mehr außerhalb der Toleranz zu fahren. Aber nicht zu schnell. Ihr wisst ja Bescheid. Unser Zug bremst dann irgendwann automatisch ab. Oh. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Hoppla. Auf der U3 oh, Schwein gehabt. Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Schön. Wie gesagt, Ansage ist gut. Passt. St. Pauli ist der nächste Halt. Nächster Halt, St. Pauli. Ausstieg links. Das sind auch mal sehr kurze Wege, die wir fahren. Was ist nicht schlimm ist überhaupt. Aber es ist mal sehr interessant, wie es in so einer Stadt manchmal abläuft. Muss dazu sagen, normalerweise auch bei der U-Bahn ist es immer so. S-Bahn ist mal ein bisschen länger gezogen oder wesentlich länger gezogen. Ja, so gemeint. U-Bahn ist doch eher kürzer. Also wir sind ab und zu auch mal mit der U-Bahn von der Arbeit aus unterwegs. Und das ist bei uns auch mal das Thema, weil wir sonst immer eher mit der S-Bahn fahren, wenn da aber gebaut wird. Oder wie gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten gestreikt worden ist, mussten wir mit der U-Bahn fahren. Und uns stört es halt mal, dass die U-Bahn natürlich überall geführt dann hält. Also da, wo vielleicht gerade mal 10 Bahnhöfe mit der S-Bahn sind, sind es geführt dann 15, 20 Bahnhöfe nur allein mit der U-Bahn. Guck mal, 700 Meter bis zum nächsten Halt, wenn es fast nur geradeaus geht, ist nicht allzu viel. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. So, mal gucken, wann wir eigentlich hier genau am besten halten. Also bei 200 Meter können wir schon halb gar versuchen, hier zu bremsen. Sternschanze ist dann der nächste Halt. Nächster Halt, Sternschanze. Übergang zur S21
S30 und S31 sowie zum Messegelände. Next Stop, Sternschanze. Sag, bisschen schneller hier. Vor Exhibition Hall. Ausstieg links. Also bei 200 Meter bei 60 km/h können wir schon ein Drittel bis eine halbe Bremskraft dazugeben. Und rudern wir hier nämlich schön gesmoothed aus. Und wir können immer noch ein bisschen stärker bremsen. So zum Beispiel. Schöner Halt. 3 Meter nur. Perfekt. Zeit ist auch gut. Wir sind diesmal jetzt wirklich auch mittlerweile pünktlich angekommen. Können wir uns auch noch ein bisschen rausholen. Muss man sowieso manchmal machen. Also dann fahren die natürlich auch ein bisschen schneller. Oh, klar. Tür muss ich natürlich vorher schließen. Immer auf warten, bis die Türen geschlossen sind. Jetzt schlump ist der nächste Halt. Erst dann könnt ihr beschleunigen. Kleiner Zwischensport. Übergang zur U2. Ausstieg rechts. So, was mir ganz gerne mal angucken möchte. Ah, 36 Sekunden warten. Sehr gut. Würde ich mir ganz gerne mal angucken. Nämlich, ich mach mal kurz mal hier auf, ob da noch an den Anzeigen was dran steht. Wo ist hier so eine Anzeige da? Zug fährt dann weiter auf U3 Richtung Hauptbahnhof. Fährt sofort. Okay. Oh, shit. Jetzt muss ich erstmal so eine Stufe hier finden. Hä? Ist hier nicht so ein Tritt oder irgendwie was? Ach, shit. Ich hab so schön die Zeit rausgeholt. Mal hier. Ich glaube, wir können bestimmt nach oben laufen. Denke, dass wir einmal rüberkommen. Nee, können wir nicht. Das. Oh, doch. Stimmt, so war es ja gewesen. Naja, immer in etwas. So. So, 1,1 Kilometer bis hohe Luftbrücke. Richtig viel Zeit verloren jetzt durch die Aktion, aber na gut, gucken wir wieder rein. Halt, hohe Luftbrücke. Ausstieg links. Wird bestimmt gleich wieder meckern. Nee, doch nicht, geht. So, und jetzt einmal, oh, abbremsen. Sieht aber gut aus. Keine Vollbremsung einlegen. Die können wir. Oh, sieht aber gut aus. Schön. Ja, gut, eine Minute zu spät gekommen. Das geht immer noch. Ebersdorfer Baum ist der nächste Halt. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Ok.
Okay, du wirst hier komplett mit 70 km/h durchfahren. Ja, also wie gesagt, genau jetzt zu dem, ich hätte es gerne ein bisschen kürzer gesehen. Vielleicht mit ein paar süßeren Animationen. Achtung! Über eine Durchsage kriegen wir schon mal ganz cool. Wir haben mehr Fahrgäste. Aber so kennen wir es halt zum Beispiel auch bei CSW. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Zum Beispiel Bus, Straßenbahn, Taxi. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich hier in Hamburg auch eine Straßenbahn? Nächster Halt, Kellinghusenstraße, Übergang zur U1, Ausstieg links. Oh ja, sehr eng hier. Und einmal hier abbremsen. Die müssen es leider warten, also das tut mir aber auch echt leid, ein bisschen schneller beeilen. Aber ich soll doch irgendwie relativ weit hinten immer so halten. Ich dachte vielleicht ein bisschen weiter vorne. Aber okay. Sirisstraße ist der nächste Halt. Nächster Halt, Sirisstraße, Ausstieg links. Nochmal ein kleiner Zwischensport und dann können wir jetzt hier auch langsam abbremsen. So, weiter geht's, 800 Meter Borgweg. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Ja, Bamberg ist unsere Endstation. Aber so wie das Gefühl, wir fahren voll in die andere Richtung. Ich meine, es ist ein bisschen sehr schnell. Ah, ein bisschen vorrollen noch. So.
Genau, Saarlandstraße. Ist nicht mehr weit, glaube ich. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Oh, stimmt, ja, er bremst ja irgendwann ab. Ah, schön gerade, aber die Sonne auch aufgeht. Herrlich. So, schnell rein mit dir noch? Perfekt. Und dann ist der nächste Halt Barmbek. Nächster Halt Barmbek. Dieser Zug fährt nach Hauptbahnhof Süd Schlumm. Ausstieg links. Okay. War nicht Endstation? Ich weiß es nicht. Naja, also wie gesagt, die Szenarien sind bis dato in Ordnung. Jetzt war es ein bisschen sehr lang gewesen, aber das Spiel, es läuft einfach butterweich, gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, halten, 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 halten. Aber anscheinend geht es noch ein bisschen weiter. Weil eigentlich steht ja... Ach, Schlump hat sich jetzt geändert, okay. Ah, wir müssen was anderes drücken. Warte mal, Button A, B, Ibis. Okay, dann müssen wir jetzt hier anscheinend drücken. Achtung, wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1... Oh, das war schon gewesen? Ja, das war schon gewesen. Okidoki. Ja... Du, war in Ordnung gewesen. Ich bin mal gespannt, was die anderen Szenarien bringen, zum Beispiel Polizeieinsatz, was aber leider eine Stunde gehen wird. Problematisch ist für mich ja immer so ein bisschen, gerade Szenario, und da muss Subway Sim, wenn sie es weiterverfolgen, natürlich immer so ein bisschen darauf achten. Man muss nicht notgedrungen halt unbedingt eine komplette Strecke zum Beispiel befahren. Das macht nicht viel Sinn. Lieber was Kurzweiliges mit 4, 5, 6, 7, 8 Stationen, aber irgendwie was Interessantes dazu machen oder sowas. Als Beispiel Polizeieinsatz kann man auch zum Beispiel sagen, okay, hier ist irgendjemand betrunken, der pöbelt die Leute an, man kriegt das mit, man ruft die Polizei hier und da und soll dann bis dorthin fahren, wo diejenigen den abholen können. Und da muss man nicht unbedingt jetzt die komplette Länge der Strecke nehmen, weil gerade hier ist natürlich wichtig bei der U3, dass wir wirklich nur die U3 aktuell haben und wir kennen die Strecke irgendwann in- und auswendig und dadurch würde es wahrscheinlich etwas weniger Spaß machen. Nichtsdestotrotz finde ich schön, dass so ein Szenario-Modus auch hier bei Subway Sim Hamburg Einzug gehalten hat. Und bin gespannt, was da jetzt noch kommt. In der nächsten Folge geht's weiter, Freunde. Das war's gewesen. Wir hören und sehen uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski.